Der Titel des Vortrags ist Buddhismus und Toleranz. Der ist ein bisschen gewachsen aus so eigener Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, im Dialog mit anderen Religionen. Der Titel ist vielleicht ein bisschen irreführend oder zu weit gefasst. Ja, es war eigentlich mein Arbeitstitel dafür. Genauer geht es in dem Vortrag jetzt eher um den Buddha selber und wie er mit den Ansichten, mit denen er in Indien zu tun hatte, umging. Also kein allgemeiner Vortrag über Buddhismus und Toleranz, wobei sich sicher allgemeine Sachen daraus ziehen lassen, aber es geht eigentlich um den historischen Buddha. Das sollte selbstverständlich sein, scheint es aber nicht im Buddhismus. Ich habe mir so die Literatur der letzten Jahre zum interreligiösen Dialog Buddhismus und oft Christentum angeschaut und gerade zu Ende der 90er Jahre, gerade in den Sachen, fand man sehr wenig über den Buddha. Also Leute haben sehr viele Bücher geschrieben und Artikel geschrieben über Toleranz und Gespräche mit einer Religion, aber die wenigsten, im deutschsprachigen Raum zumindest, haben geguckt, was der Buddha selber dazu gesagt hat, was eine eigenartige Lücke ist. Und ich werde mich jetzt in dem Vortrag hier auf die Schriften beschränken, das man den Pali-Kanon nennt, das ist also die buddhistischen Schriften, die auf der indischen Sprache Pali verfasst sind, weil das sind die Schriften, die wahrscheinlich am nächsten am historischen Buddha sind. Ja, es gibt ja im Buddhismus keine zentrale Schrift, kein zentrales Buch. Buddhismus ist keine Buchreligion. Also eine Vielzahl von Schriften, von denen sehr viele auch verloren gegangen sind. Also es gibt eine ganze Menge Schriften, die es nicht mehr gibt, weil die einfach weg sind. Wir haben also nur einen Auszug noch. Und das, was heute noch da ist und was wahrscheinlich am nächsten an den Buddha rankommt, an den historischen Buddha, ist der Pali-Kanon. Und ich fand es sehr interessant, da drin ein bisschen zu lesen und zu gucken, weil aus verschiedenen Gründen. Einmal, für die Leute, die sich schon mit Buddhismus beschäftigen, würde ich sagen, lest den Pali-Kanon, das ist eine Schatzkammer, Schatzgrube von interessanten Dingen. Ich glaube, er ist weit unterschätzt im Buddhismus. Ja? Er ist also voller interessanter Lehren und sehr genauen und sehr differenzierten Lehren. Und man findet halt sehr viel über den Buddha, wie er mit Leuten umgegangen ist. Gerade in dieser Frage nach Umgang mit anderen Philosophien und Religionen ist der Pali-Kanon nicht einfach. Vielleicht ist das der Grund, dass er nicht so populär ist in dem Bereich. Ja? Er gibt keine einfachen Antworten. Ja? Ich glaube, wenn wir so im Bereich von interreligiösem Dialog zu tun haben, ist eine starke Tendenz, da einfache Lösungen haben zu wollen. Die klingen dann sowas wie, wir mögen uns eh alle, oder im Kern sind alle Religionen gleich. Das sind sehr einfache Lösungen. Das finden wir hier nicht. Wir finden hier eine viel genauere und differenziertere Art, mit dem Thema umzugehen. Außerdem haben wir im Pali-Kanon den Buddha als Person, wie er mit anderen Menschen sprach. Ja? Also einmal halt sozusagen die weltanschaulichen Themen, aber auch so menschlich, wie ein Dialog aussehen kann. Und wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, eine Art Fundamentalismus zu betreiben, ich sage nur, der Buddha hat recht, aber ich denke, man sollte zumindest mal gucken, was er gesagt hat zu dem Thema. Aber bevor ich zum Buddha selber komme, ist es wichtig zu sehen, so was sein Umfeld war, ja, und so in welchem philosophisch-religiösen Umfeld er gelebt hat, weil nur dann kann man auch verstehen, warum und wie er mit Leuten umgegangen ist. Also der historische Buddha lebte vor ungefähr 2.500 Jahren in Nordindien, also so eine Mischung aus Nordindien heute im Nepal, man streitet sich so ein bisschen, wo er hingehört. Und damals gab es in Nordindien zwei hauptreligiöse Strömungen, sage ich mal. Das eine, die brahmanische Religion, die wurde eingeführt von den arischen Völkern, die aus der Kaukasus-Gegend in hunderten Jahren vorher nach Indien entweder eingefallen sind oder eingewandert. Man streitet sich, ob es ein militärischer Überfall war oder einfach Einwanderung. Aber auf jeden Fall sind diese Völker aus der Kaukasus-Gegend nach Indien eingewandert und haben ihre Religion mitgebracht. Und das ist die brahmanische Religion, nenne ich sie mal. Die Schriften davon sind die Veden und die Upanishaden. Daraus wurde später der Hinduismus. Die Merkmale dieser Religion war quasi, das war die Staatsreligion, sage ich mal, die Staatskirche. Hauptmerkmale, das Kastenwesen. Ja, das heißt, die Gesellschaft war in vier Hauptkasten und wahrscheinlich Unmengen Unterkasten aufgeteilt. Das heißt, Menschen wurden in eine Gesellschaft nicht reingeboren und mussten dann auch drin bleiben. Ja, das ist die Pflicht, drin zu bleiben. Der Versuch, irgendwie aufzusteigen, ist nicht religiös falsch. Der Versuch, anderen zu helfen, aufzusteigen, ist auch nicht richtig. Ja, das hält eine Gesellschaft sehr stabil und hat Indien sehr stabil gehalten für die letzten Hunderten von Jahren. Und nur die Brahmanenschicht hatte Priesterfunktion. Ja, nur die Brahmanen konnten Religion ausüben. Alle anderen hatten ihre eigenen Aufgaben in der Gesellschaft.
das Kastenwesen. Andere Sache, die eine starke Rolle spielt, waren Opferrituale, bei denen oft Tieropfer gebracht wurden, dass man den Göttern was opfert. Daneben gab es die Tradition, es war nicht eine Tradition, es war nicht eine Sammlung von verschiedensten Traditionen, der Wanderasketen oder Shramaneras oder Samanas. Das waren Leute, die einfach ja, was anderes getan haben. Ich kann sagen, das waren einfach ja, Leute, die damit nicht einverstanden waren, dass Religion eine Sache der Brahmanen war und die unabhängig von der Staatsreligion einfach praktiziert haben. Wir haben oft, es waren meist Bettler, Bettelasketen, die alleine in größeren oder kleineren Gruppen mehr gewandert sind und die verschiedensten Dinge praktiziert haben. Einer davon war der Buddha. Ja, also der Buddha gehört zu diesen Shramanera-Tradition. Er war einer von diesen nicht orthodoxen Traditionen im Indischen, im Gegensatz zu den orthodoxen, die Brahmanen. Und man hat den Eindruck, wenn man die frühen buddhistischen Schriften liest, dass es eine Gesellschaft war, in der einmal sehr viele Ideen vorhanden waren. Es gibt die Theorie, ich weiß nicht, ob die stimmt, ich kann das nicht nachprüfen, dass es im damaligen Indien schon alle Ansichten auf irgendeine Form gab, die wir heute auch haben. Ja, es gab Unmengen verschiedener Ideen über die Welt, das Leben und alles, ja, Philosophie und Religion. Und es wurde sehr gerne debattiert. Ja, sie haben ständig gerne Debatten ausgeübt. Manchmal kriegt man so ein bisschen die Idee, so, es erinnert so ein bisschen ans Griechenland der Antike, wo auch Leute gerne debattiert haben. Das ist vor allem interessant, ich war vor einigen, von Anfang des Jahres war das, auf einer interreligiösen Veranstaltung, wo es um die Frage drin so, wo in unserer Religion ist der Ansatz zum Gespräch mit anderen Religionen? Und mir fiel auf, im Buddhismus ist keiner, die Leute haben geredet. Das sind, ich meine, die Inder sind vielleicht auch kommunikativer, die reden einfach. Da musste niemand aufgefordert werden. Also es war eine Gesellschaft mit allen möglichen Ideen und Ansichten und Praktiken. Es waren nicht nur Ideen, es waren die verschiedensten Praktiken auch. Das ist vielleicht ganz wichtig, auch im indischen Denken, dass Ansichten und Praktiken gehören zusammen. Aber eine Ansicht zu haben und sie nicht praktizieren, bringt eigentlich nichts. Es ist eine sehr starke Verbindung von Praktiken, die man macht, ob jetzt Askese oder Meditation oder Opfergaben, was immer. Das war fast zentraler als die Ansichten, die man hatte. Also es gab die verschiedensten Praktiken und die verschiedensten Ansichten. Und der Buddha mit seinen Schülern war Teil des Ganzen, Teil dieser ganzen Bewegung. Und der Buddha hatte einige, sehr viele Begegnungen mit Anhängern verschiedener Philosophien, Ansichten und Religionen. Ich werde so einige in diesem Vortrag eigentlich Beispiele bringen von verschiedenen Begegnungen. Bevor ich das tue, muss ich aber auf die Grundlehren des Buddha eingehen. Das ist vor allem deswegen wichtig, weil um ein Gespräch zu führen, muss man eine Position haben, von der man kommt. Ja, es gibt kein Gespräch im luftleeren Raum. Keiner von uns ist irgendwie neutral und offen. Wir alle haben unsere Ansichten, ja, unsere Art, die Welt zu sehen. Und man kann die Art, wie der Buddha Gespräche geführt hat, nur verstehen, wenn man sieht, wo kommt er eigentlich her? Was ist sein Standpunkt? Also werde ich jetzt eine sehr kurze Einführung in den Buddhismus geben. Sie wird kurz werden, keine Angst. Die bekannteste und zentralste Formel, die man im Buddhismus hat, sind die vier edlen Wahrheiten. Also ich glaube, so fast jeder Schrift über den Buddhismus erwähnt die irgendwann mal. Man kommt da nicht dran herum. Ich gehe da kurz durch. Die sind zentral, aber auch die Quelle für die meisten Missverständnisse über Buddhismus. Darum ist es gut, die zu erwähnen. Das Erste, was man wissen muss, der Buddha hatte kein Interesse an Metaphysik oder sowas. Es geht nur um Methode. Mehrfach wurde er gefragt, so ob er glaubt, dass das Universum endlich oder unendlich ist, ob es ewig oder nicht ewig. Und er sagte, das habe ich alles nicht gelehrt. Alles, was ich gelehrt habe, ist das Leiden und das Aufhören des Leidens. Das ist alles, worum es geht. Okay, die Wahrheit vom Leiden, die erste Wahrheit, besagt einfach, es gibt Leiden auf der Welt. Das ist eigentlich alles. Das Leben ist unvollkommen und man kann nicht durchs Leben gehen, ohne irgendwann mal was unbequem zu finden oder schmerzhaft. Das ist einfach nicht möglich. Das klingt banal, aber wir versuchen eigentlich immer, so die Welt so zu manipulieren, dass wir einen perfekten Zustand haben. Ja, wir meinen immer so, irgendwie Sachen so hinzuorganisieren, dass alles perfekt ist, das geht nicht. Weil irgendwas geht immer schief. Der Buddha hat nicht gesagt, dass alles Leiden ist. Und, das ist auch wichtig, er hat dem Leiden keinen Sinn gegeben. Leiden hat keinen Sinn. Ja, man wird nicht klüger durch Leiden, dann wird die Menschheit nämlich vollkommen. Er sagt nur, es gibt Leiden, das ist alles. Einfach eine Beobachtung. Zweitens, die Ursache des Leidens. Leid hat viele Ursachen. Ja, man kann aus den verschiedensten Ursachen leiden. Hier interessiert aber nur die Ursache,
die wir selber beigetragen haben. Also es geht nicht um die Ursachen, die man nicht ändern kann, damit braucht man sich nicht zu beschäftigen. Ja? Es geht um die Ursachen, die man selber beigestellt hat. Und hier gilt Gier. Ja? Gier stellvertretend als alle Arten von, sag mal, unreifen, egoistischen Emotionen. Gier, Hass, Besorgtheit und alles, was daran hängt. Ganz einfach, wir finden etwas angenehm, dann entsteht Gier, wir wollen mehr davon. Wir finden etwas unangenehm, Abneigung und Hass entsteht, wir wollen es vernichten. Und darauf bauen wir unser Leben auf. Und das ist ein sehr primitives Reizreaktionsschema. Das ist eigentlich sehr, überhaupt nicht kreativ. Also Gier stellvertretend für alle Arten von unreifen Emotionen. Wie Gier zu Leiden führt, ist vielleicht ganz wichtig, das auch klar zu machen. Es geht bei Gier nicht um Hunger, wenn man 2 Tage nicht gegessen hat. Das ist keine Gier, das ist Hunger. Gier ist der Zustand, was wir machen, wenn wir was haben wollen, wir kriegen es nicht, dann leiden wir. Wir wollen was haben, kriegen es, aber kriegen auch all die Probleme, dann leiden wir auch. Oder wir wollen etwas, andere wollen das auch haben, dann haben wir auch ein Problem. Im Grunde genommen ist Gier dieser Zustand, wenn wir ein Objekt nehmen, wir übertreiben das Angenehme maßlos und wollen alles Unangenehme nicht wahrhaben. Dass das zu Leiden führt, ist offensichtlich. Das ist Gier. Ja? Also alles Angenehme übertreiben wir ins Unendliche, alles Unangenehme wollen wir nicht wahrhaben und dann wollen wir dieses Objekt haben. Man könnte auch sagen, einen Menschen. Wir nehmen einen Menschen, übertreiben alles Angenehme maßlos, untertreiben alle schlechte Laune und sowas. Und dann, das nennt man Verlieben. Ja? Und dann leiden wir irgendwann. Dritte Wahrheit, das Aufhören des Leidens. Ja, es gibt eine Alternative, man kann da raus. Also Erleuchtung. Die vierte Wahrheit ist noch wichtig, der Weg zum Aufhören des Leidens. Das heißt, man kann was dafür tun. Das ist, glaube ich, ziemlich zentral im Buddhismus. Es ist kein Zufall oder göttliche Fügung, ob jemand da rauskommt oder nicht. Es ist der eigene Weg, den man geht. Darauf werde ich später nochmal öfter darauf zurückkommen. Wichtig ist aber, die vier edlen Wahrheiten, es ist keine Metaphysik, erklärt nicht die Welt, ist einfach eine Beschreibung von Erfahrung und eine Methode, mit der man arbeiten kann. Und der Buddha sprach vom Leiden, wahrscheinlich als, man hätte über alles Mögliche reden können, als vier edle Wahrheiten, weil Unzufriedenheit wahrscheinlich das ist, was Menschen antreibt. Man könnte sagen, ein Gefühl von Unzufriedenheit ist die Grundlage für wahrscheinlich alles Handeln. Für wahrscheinlich alles, bin ich ganz sicher jetzt, ein großer Anspruch, aber ich glaube, jede Handlung, jede Bewegung ist der Versuch, irgendwas im Zustand angenehmer zu machen. Ja, ob man sich irgendwie anders hinsetzt auf dem Stuhl oder wärmer anzieht, wenn es kalt ist oder was immer es ist. Und die vier edlen Wahrheiten sind auch das Schema, mit dem der Buddha verschiedene Ansichten betrachtet hat. Ja, also er hat eigentlich, was er getan hat, wenn er über verschiedene Ansichten sprach oder sich mit Ansichten, die es damals gab, beschäftigte, die sozusagen gemessen an den vier edlen Wahrheiten. In anderen Worten, führen sie zu mehr Leiden oder zu weniger Leiden. Das ist das Grundschema, was er auf die ganzen Ideen, die es damals gab, anwendet. Und ich werde jetzt einige Texte vorstellen aus dem Pali-Kanon, wo der Buddha mit verschiedenen Leuten sprach. Dazu ist auch wichtig, dass die Lehren des Buddha sind immer zu bestimmten Menschen gegeben worden. Sie sind universal im gewissen Sinn, aber die Formulierung war immer für bestimmte Leute. Das muss man auch wissen. Ja. Man muss sich immer fragen, warum hat der Buddha dazu der Person das gesagt? Ja, das ist ganz wichtig. Der erste Text, über den ich sprechen möchte, ist einer der bekanntesten, das Kalama Sutta, die Lehrrede an die Kalama. Findet sich in fast allen Anthologien mit Reden des Buddha, leider oft sehr verkürzt, leider so weit verkürzt, dass es entstellt wird. Also es geht in dem Text bei diesen populären, verkürzten Darstellungen geht viel verloren eigentlich. Was geschieht? Es gibt diese Bewohner der Stadt Kalama, das ist eine Stadt in Nordindien. Dort lebten alle möglichen spirituellen Lehrer, die alles Mögliche lehrten. Und die Leute waren verwirrt. Verständlich ist. Ja. Jeder hatte seine Ansicht und hat die vertreten mit ziemlich viel Selbstvertrauen. Und die Leute wussten jetzt nicht, was ist richtig, was ist falsch. Mit dem Problem gingen sie zum Buddha. Ja. Und das Erste, was er ihnen sagt, ist interessant. Er sagte, ihr habt recht, dass ihr verwirrt seid. Ja, es ist normal, in so einer Situation verwirrt zu sein. Und dann kommt die berühmte Antwort, nach denen die Leute aus Kalama Ansichten betrachten sollten. Und zwar, geht nicht nach Hörensagen, nicht nach Überlieferungen, nicht nach Tagesmeinungen, nicht nach der Autorität heiliger Schriften, nicht nach bloßen Vernunftgründen und logischen Schlüssen, nicht nach erdachten Theorien
und bevorzugten Meinungen, nicht nach dem Eindruck persönlicher Vorzüge, nicht nach der Autorität eines Meisters. Das ist ein sehr bekanntes Zitat. Und dann, wenn ihr aber selber erkennt, diese Dinge sind unheilsam, sind verwerflich, werden von Verständigen getadelt und wenn ausgeführt und unternommen, führen sie zu Unheil und Leiden, dann möget ihr sie aufgeben. Dieser Text wird manchmal verkürzt dargestellt und häufig wird das Kalamasutra dargestellt als der Text, wo der Buddha sagt, man soll selber entscheiden, was richtig und was falsch ist. Aber eigentlich sagt er das nicht. Er gibt in der ersten Hälfte der Antwort einige Kriterien, die keine Sicherheit bieten. Einige davon sind äußere Autorität. Ja? Also Kriterien wie Hörensagen, Gerüchte, soll man nicht drauf hören. Ne? Überlieferung ist auch keine sichere Sache für Wahrheit. Ja? Tagesmeinungen ändern sich, ist auch kein Kriterium für Wahrheit. Ja? Autorität heiliger Schriften ist auch keine Autorität. Man kann nicht sicher sein, dass die Schriften stimmen. Nicht nach der Autorität eines Meisters. Wenn jemand berühmt ist, dann ist es auch nicht, dass er vielleicht recht hat. Ja? Also es gibt einige Kriterien, die man so von außen, Autoritäten von außen, die keine völlige Sicherheit bieten. Er gibt aber auch Kriterien, die man selber macht, die keine Sicherheit bieten. Man soll sich selber auch nicht trauen. Geht nicht nach bloßen Vernunftgründen, man könnte ja falsch denken. Nicht nach erdachten Theorien und bevorzugten Meinungen. Also wir sollen nicht etwas glauben, nur weil wir die Idee mögen. Ja? Also unsere Ansichten ist ja einfach, wir mögen die Ansicht, deswegen halten wir sie für wahr. Dem kann man auch nicht trauen. Also was der Buddha sagt, äußere Autoritäten geben keine völlige Sicherheit, eigene Ansichten geben auch keine völlige Sicherheit. Ja, man kann weder sich noch anderen trauen. Und was der Buddha dann sagt, er ändert in gewisser Weise das Kriterium. Er sagt nicht mehr, es geht nicht um Wahrheit, es geht um die Frage, führt etwas zu Leiden oder nicht? Wenn eine Sache zu Leiden führt, gebt sie auf. Wenn eine Ansicht zu weniger Leiden führt, könnt ihr ihr folgen. Ja. Es geht also nicht um die Frage, wahr oder falsch, sondern welche Folgen hat diese Ansicht? Führt ihr zu weniger Leiden oder zu mehr Leiden? Das Kriterium ist also ein ethisches. Ja, es geht jetzt nicht um die Frage nach Wahrheit im philosophisch-metaphysischen Sinn. Sagt ihr, darum kümmert euch nicht. Kümmert euch darum, führt diese Ansicht zu mehr Leiden oder zu weniger Leiden? Führt die Ansicht zu ethischem Handeln oder zu unethischem Handeln? Der Text endet mit dem sogenannten vierfachen Trost. Das ist ganz interessant. Er sagt eigentlich, egal was stimmt, wenn man ethisch handelt, liegt man immer sicher. Wenn es ein Leben nach dem Tod gibt und es gibt eine Art Belohnung und Strafe im Jenseits, wenn man ethisch handelt, hat man nichts zu befürchten. Wenn es kein Leben nach dem Tod gibt und es alles aus, wenn man ethisch handelt, hat man auch nichts zu befürchten. Das ist dieser Trost. Ja? Man kann nicht daneben liegen. In dem Sutta hält der Buddha sich selber völlig zurück. Er redet überhaupt nicht über seine Ansichten. Wahrscheinlich, weil die Leute das nicht interessiert hätte, das hätte nur die Verwirrung gestärkt. Es gibt einen ähnlichen Text, das Apanaka Sutta, das heißt sowas wie die unwiderlegbare Lehre, wo es um ein ähnliches Problem geht. Wieder, Leute haben ein Problem, zu viele Ansichten, was sollen sie wirklich glauben? Was der Buddha hier macht, er sagt schon seine eigenen Ansichten, aber sagt, ihr müsst mir nicht glauben. Er sagt schon, das und das glaube ich selber. Ja? Es geht um die Frage von Nihilismus zum Beispiel, ja. Ist mit dem Tod alles aus und nichts existiert. Er sagt, okay, ich glaube, es ist eine falsche Ansicht. Ihr müsst mir nicht glauben, aber sicher ist davon auszugehen, das Leben geht irgendwie weiter, man sollte ethisch handeln. Also was er in dem anderen Text macht, dem Apanaka Sutta, er bringt seine eigene Meinung rein, ja, aber fordert nicht auf, ihr müsst mir jetzt glauben. Ja, die Leute, mit denen er hier spricht, sind Laien, sag ich mal. Ja, einfach normale Bürger, die nicht genau wissen, was sie glauben sollen. Ja, die sich nicht zu sehr mit Philosophie oder Religion beschäftigt haben, die einfach verwirrt sind. Deswegen gibt der Buddha hier sehr einfache Antworten. Komplizierter wird es im nächsten Text, Sandaka Sutta. Hier ist nicht der Buddha, der spricht, aber einer seiner Schüler, Ananda. Und Ananda trifft auf eine Gruppe Asketen und spricht mit ihnen über verschiedene Ansichten. Ja, also er hat mit Leuten zu tun, die so ein bisschen, sag ich mal, die ganzen Philosophien kannten, die es damals gab, ja, die so ein bisschen auskannten. Darum war seine Antwort ein bisschen differenzierter und ein bisschen genauer. Und Ananda nennt zuerst vier Ansichten, die ein spirituelles Leben unmöglich machen. Ja, es gibt Ansichten, die machen ein spirituelles Leben unmöglich. Die sind Materialismus, der Glaube, Materie ist alles, Bewusstsein existiert nicht wirklich, ja, mit dem Tod ist eh alles aus. Zweitens, der Glaube, dass Handlungen keine Folgen haben. Ja, das ist eine Ansicht, wo es keine Ethik mehr gibt.
Ja, wenn Handlungen keine Folgen haben, löst Ethik sich sofort auf. Also diese Ansicht macht auch ein religiöses Leben, spirituelles Leben unmöglich. Drittens ist Fatalismus. Freier Wille wird negiert. Also Ansichten, wo freier Wille negiert wird, ist auch abzulehnen. Ja. Es gab diese Ansichten in Indien, dass man kann zwar erleuchten, also es gibt Menschen, die erleuchtet sind, aber man kann dafür nichts tun. Das ist nur Zufall. Ja. Das hat der Buddha auch klar abgelehnt. Und eine Art Determinismus, alles ist vorbestimmt. Also Ansichten, die von einer völligen Vorbestimmung ausgehen, machen ein spirituelles Leben unmöglich. Ja. Wenn eh alles vorbestimmt ist, dann wozu noch sich abmelden? Also das ist die erste Gruppe, sind einfach Ansichten, die, wie der Buddha sagen wird, von vornherein nicht diskutabel sind. Dann folgt eine Liste von wieder vier Ansichten, die machen ein spirituelles Leben möglich, geben aber keine völlige Sicherheit. Die sind Ansichten, die sich auf die Allwissenheit ihres Gründers berufen. Ja, man weiß nicht, ob der allwissend war. Ja, das ist keine völlige Sicherheit. Lehren, die sich auf Tradition berufen. Ja, nur weil eine Lehre eine lange Tradition hat, heißt nicht, dass die stimmt. Und Lehren, die sich auf Spekulation berufen. Also Spekulationen über das Wesen des Universums, geben keine Sicherheit. Die vierte Ansicht, interessant, sind Skeptiker. Gab es damals auch schon. Leute, die alles angezweifelt haben aus Prinzip. Findet man heute eigentlich öfter. Also Menschen, die jede Ansicht von vornherein ablehnen und alles in Frage stellen, diese wurden vom Buddha Aale genannt, so schlüpfrige Aale. Ja, also man kann sie nicht greifen. Das ist übrigens eine sehr einfache Haltung. Man kann einfach aus Prinzip alles in Frage stellen. Eine ziemlich einfache Haltung, die nicht viel Mühe fordert. Okay, also hier ist die Haltung des Buddha zu verschiedenen Ansichten ein bisschen genauer. Ja? Erstens, es gibt Ansichten, die ein spirituelles Leben völlig unmöglich machen. Und der Buddha spricht da sehr deutlich drüber. Ich habe hier ein Zitat aus einem anderen Text, wo der Buddha über einen Lehrer sprach namens Makkali. Makkali hat eine Art Fatalismus gelehrt. Ja, man kann nichts tun, alles ist vorbestimmt. Und über den sagt der Buddha, keinen Menschen kenne ich, der so viel Volk zum Unheil wirkt, so viel im Volke zum Unglück und Schaden wie Makkali, der verblendete Mensch. Wie wenn man da in einer Flussmündung ein Netz auswirft, vielen Fischen zum Verderb und Leiden, zum Unheil und Missgeschick. Ebenso, ihr Mönche, ist da auch Makkali, der verblendete Mensch, in der Welt erschienen, vielen Wesen zum Unheil, zum Verderb und Missgeschick. Das ist sehr deutlich, was er von ihm hielt. Es gibt eine ähnliche Liste, wo der Buddha einfach sagt, alle Ansichten, die sowas wie menschliche Freiheit und Verantwortung ablehnen, sind abzulehnen. Ja? Weil das macht die vierte edle Wahrheit unmöglich. Die Wahrheit, dass man einen Pfad folgen kann zur Befreiung. Der nächste Text, den ich vorstellen möchte, ist etwas komplizierter. Ich werde ihn nicht ganz vorstellen. Ich würde auch nicht empfehlen, sich zu tief damit zu beschäftigen. Der Kopf qualmt nach einer Weile dabei. Das ist das Brahmajala Sutta. Das ist ein sehr anderer Text, vom Gefühl her, vom Stil her. Es ist ein sehr langer Text, es gehört zur längeren Sammlung. Die buddhistischen Schriften sind der Länge nach sortiert. Es gibt die längere Sammlung, das sind die ganz langen Texte, die mittlere Sammlung und die kürzere Sammlung. Und dieser Text aus der längeren Sammlung ist ein sehr langer Text natürlich und ein hochphilosophischer. Das ist sehr schwierig. Aber ich finde ein paar Prinzipien ganz interessant. Der Text selber beginnt mit einer Begebenheit, mit einer Geschichte. Und zwar, die Mönche des Buddha bekommen mit, wie ein Wanderasket, also ein nicht-buddhistischer Asket, den Buddha und seine Lehre stark ablehnt und angreift und kritisiert. Der Schüler dieses Asketen verteidigt den Buddha und seine Lehre. Also die beiden streiten sich. Und davon erzählen die Mönche dem Buddha, weil die haben das wohl mitbekommen. Und der Buddha sagt, wenn ihr abgelehnt werdet, werdet nicht ärgerlich. Ja, also ärgert euch nicht, wenn Leute uns nicht mögen. Dann sagt er, wenn Leute uns mögen, werdet nicht übermütig. Ja? Also werdet bei Ablehnung nicht ärgerlich und bei Zustimmung nicht erfreut. Ja? Das heißt, man soll sich nicht abhängig machen von so Lob und Tadel. Wichtig ist jetzt, ich finde den zweiten Aspekt ganz interessant, ja? Dass man sich nicht ärgern sollte, wenn man kritisiert wird, wenn wir alle mit einverstanden sein. Ja? Logisch, klar. Aber auch, dass man nicht übermütig werden soll, wenn man gelobt wird, finde ich auch ganz interessant. Eigentlich hängen die beiden zusammen. Das ist einfach zwei Seiten einer Medaille. Und dann kommt der Hauptteil der Rede. Hier zählt der Buddha 62 Ansichten auf. Ich werde da nicht durchgehen, keine Angst, ich verstehe das selber nicht ganz. Der Text hat den Anspruch, das scheint jetzt spätere Kommentartradition zu sein, der Anspruch des Textes ist, dass er alle damals bestehenden Ansichten abdeckt. Und sogar alle Ansichten abdeckt, die es damals noch nicht gab.
so ein Universalschema für alle Ansichten. Kommt mir ein bisschen hochgestochen vor, aber ich glaube nicht, dass es so weit geht, aber ich finde das Schema interessant. Und er sagt zum Beispiel, dass viele Ansichten auf Wünsche beruhen. Also hinter einer Ansicht steckt immer ein Wunsch. Der Glaube an ein ewiges Leben beruht auf dem Wunsch nach Existenz. Man will da sein. Deswegen glauben wir an ewiges Leben. Die ewige Seele, die ewig dann weiter existieren wird. Der Glaube, dass mit dem Tod alles aus ist, beruht auf dem Wunsch nach Nicht-Existenz. Man findet das Leben unangenehm, will nicht weitermachen damit und hofft, dass nach dem Tod ist alles aus. So entsteht Materialismus, Nihilismus. Also auch der Glaube, auch die Ansicht beruht auf einem Wunsch. Der Wunsch nach Nicht-Existenz. Eine andere Quelle von Ansichten ist das Interpretieren von Erfahrungen, die man in Meditation machen kann. Also wenn man meditiert, wenn man sehr tief meditiert, macht man alle möglichen Erfahrungen oder auch nicht. Manche haben das, manche nicht. Und man fängt an, die zu interpretieren. Und so entstehen auch falsche Ansichten. Wenn man nicht bei der Erfahrung bleibt, sondern auf die Erfahrung noch was drauf pfropft. Aber das ist ein sehr philosophischer Text. Aber ich finde die ganze Geschichte ganz wichtig und interessant. Man soll nicht ärgerlich werden und nicht übermütig. Ja, wenn wir Ansichten haben, sollen wir gucken, welcher Wunsch steckt hinter der Ansicht. Dann gibt es eine Sammlung von Texten, da gibt es mehrere von. Das sind die sogenannten Löwengebrüll-Texte. Ja, die Sihanada-Texte, da gibt es mehrere von. Die Idee ist folgende: Der Löwe kann herumbrüllen und braucht keine Angst zu haben. Er muss nicht leise sein, die anderen Tiere müssen ganz leise sein, damit sie nicht bedroht werden. Er kann brüllend durch den Dschungel laufen und keiner kann ihm was. Und so wie der Löwe als König der Tiere sich nicht zurückhalten muss, muss der Buddha sich auch nicht zurückhalten. Also es gibt einige Texte, wo der Buddha sehr klar sagt, was er von sich denkt. In einem Text sagt der Buddha: Nur in der Lehre des Buddha gibt es wirklich Heilige. Außerhalb meiner Lehre gibt es keine Heiligen. Das ist das Löwengebrüll des Buddha. Der Grund ist, dass andere Lehrer auch das Problem des Anhaftens erkannt haben, aber nicht so weit gehen wie der Buddha. Auch andere lehren, man soll nicht an Sinneseindrücken und Geld und sowas anhaften. Das lehren andere auch. Auch andere lehren, man soll nicht an Ansichten und Regeln anhaften. Aber nur der Buddha lehrt, man soll nicht am Selbst haften. Also das sind die Texte, wo der Buddha fast intolerant klingt und sagt, ich habe Recht, alle anderen nicht. Diese Reden wurden meist nur von seinen eigenen Anhängern gehalten. Also er wird nicht irgendwie für die Öffentlichkeit nicht so angemessen wahrscheinlich. Diese Beispiele, die ich brachte, sind eher, wie der Buddha mit Ansichten umging. Aber eigentlich gibt es gar keinen Dialog zwischen Ansichten, es gibt nur Dialog zwischen Menschen. Ja, also es ist offensichtlich, man vergisst das manchmal. Ja, es gibt keinen Vertreter des Buddhismus. Es gibt nur Buddhisten, die über ihre Ansichten reden, über ihr Leben. Ja, man kann eine Religion nicht vertreten. Man kann nur sein eigenes Verständnis dafür darlegen. Und es gibt auch einige, ich werde zwei Texte vorstellen, die ich vor allem von der Methode des Dialogs interessant finde, wie der Buddha mit Menschen umgegangen ist. Ja, wir haben jetzt eher die Methode des Dialogs. Und man hat hier fast den Eindruck, es sind so Dialoge, die an Sokrates erinnern. Ja, also was Sokrates gemacht hat, er hat nie mit Leuten gestritten, er hat immer nur Fragen gestellt und sie damit sich selber Fallen bauen lassen. Ein Beispiel davon ist ein Text, wo der Buddha und Ananda, sein Begleiter, treffen auf einen Brahmanen und der Brahmane, Sangharava, kritisiert den Buddha dafür, dass seine Religion tut nichts für die normale Bevölkerung. Im Sinne von die üblichen Rituale, Geburt, Heirat, Tod. Während die Brahmanen für die Bevölkerung was tun, irgendwie schöne Rituale machen, ja, tut der Buddha und seine Anhänger nichts dergleichen. Und das wirft er ihm vor. Er tut ja nichts für die normale Bevölkerung. Und der Buddha sagt, er antwortet mit einer Gegenfrage. Er sagt, ist es nicht besser, wenn ein Erleuchteter in der Welt erscheint und andere lehrt? Ja, was der Buddha hat, Erleuchtung erlangt, den Weg zur Befreiung und er zeigt ihn auch anderen. Und das ist alles, was er tut. Und das passiert ist interessant, der Brahmane muss das eigentlich zugeben. Will er aber nicht, er ist nicht so weit. Wir haften an Ansichten gerne an und geben Ansichten nicht gerne auf. Also was der Brahmane tut, Ananda fragt ihn, welche von diesen beiden Handlungen ist besser? Ja, irgendwie Rituale für die Bevölkerung zu machen, also Taufe, Eheschließung, Tod und so weiter, oder den Weg zur Befreiung zu zeigen. Und der Brahmane ist in die Ecke gedrängt,
Er will nicht zugeben, dass er eigentlich Unrecht hat. Er müsste es aber eigentlich. Was er tut, er flüchtet in Höflichkeitsformeln. Er antwortet mit: Solche wie den Herrn, wie den Buddha und den Ahnen, da muss ich ehren, muss ich loben. Also er wird gefragt, was stimmt nun, und er ist einfach leere Höflichkeitsfloskeln, in denen er kommt. Ananda fragt: Ich habe dich nicht gefragt, wen du ehrst und lobst. Ich habe gefragt, welche Ansicht richtig ist. Zweites Mal der Brahmane: Solche Leute wie euch muss ich loben, ihr seid ganz toll. Ananda wieder: Ich habe nicht gefragt, wen du lobst. Ich habe gefragt, welche Ansicht. Das geht dreimal. Das ist in den Schriften immer dreimal so. Ja. Und was? Also der Mann ist in die Ecke gedrängt. Ja, und Ananda versucht, ihn wirklich da zu kriegen. Und der Buddha erkennt, dass dieser Mann in einer misslichen Lage ist und rettet ihn eigentlich aus der Lage. Er holt ihn da raus. Also er endet das Thema. Er holt ihn aus der Verlegenheit raus. Und durch geschicktes Fragen kommt dann der Brahmane wieder auf dieselbe Ansicht, also dass der Buddha recht hatte. Aber sozusagen von alleine. Ich finde das von der Methode interessant. Also er hat sozusagen seine Gegner nicht in die Ecke gedrängt, bis sie nicht mehr konnten, und sozusagen selber drauf kommen lassen. Und es geht nicht darum, in der Debatte einen Sieg zu erringen, sondern sozusagen zu helfen, selber zu erkennen. Der andere Text ist das Upali Sutta. Hier trifft sich, also eine Begegnung, die öfter vorkommt, ist immer, das scheint so oft zu sein in den alten Schriften, dass die Anhänger des Buddha oder der Buddha mit Jains zu tun hatten. Die Jains sind eine Religion, die gibt es heute auch noch, eine relativ kleine Religion in Nordindien irgendwo. Und der Gründer der Jains, Mahavir, lebte zur selben Zeit des Buddha. Und Mahavir war auch einer dieser Wanderasketen, also dieser nicht orthodoxen alternativen Praktizierenden. Und Upali, dieser Jain, ist ein reicher Laienanhänger, der ein Anhänger von Nataputta ist, das ist der Gründer der Jains. Also er heißt hier Nataputta, sonst heißt er Mahavir. Und ist ein reicher Anhänger von ihm, bewirtet ihn immer und ja, gibt Spenden für seine Gemeinde. Und Upali möchte zum Buddha gehen, um den Buddha zu besiegen in der Debatte. Seine These ist: Von den drei Handlungen Körper, Rede, Geist ist körperliche Handlung die wichtigste. Der Buddha lehrt, die geistige Handlung ist die wichtigste. Ja, wir handeln mit dem Körper, mit der Rede, mit dem Geist. Also wir tun was, wir reden und wir machen im Geist alle möglichen Dinge, fantasieren rum und so. Ja. Und der Buddha meinte, was wir im Geist tun, ist das Wichtigste. Was der Jain lehrte, die körperlichen Handlungen sind die wichtigsten. Also damit bewaffnet ging Upali zum Buddha und dachte, ist ja offensichtlich, was kann denn geistige Handlung schon wichtig sein? Und das Erste, was passiert, ist ganz interessant, weil was der Buddha und Upali zuerst machen, die klären ihre Begriffe. Also bevor sie in irgendeine Debatte kommen, ist erstmal klar, worüber reden wir eigentlich? Weil was der Buddha Handlung nennt, nennt der Jain Route. Also wie schlagen Route. Ja? Warum, weiß ich nicht. Aber zunächst einmal müssen die beiden klären, dass was der eine Route nennt, nennt der andere Handlung. Damit sie wissen, dass sie über dasselbe sprechen. Das ist übrigens ein Schritt, den man oft vergisst. Das ist häufig so, wenn man über irgendwas diskutiert, man ist in der Diskussion drin, ohne zu wissen, worüber man überhaupt spricht. Ich habe mal ein Streitgespräch mitbekommen zwischen zwei Leuten, die sich gegenseitig vorwarfen, sie wären nicht offen. Man muss offen sein. Ja? Das Problem war, der eine hielt Offenheit für Ehrlichkeit. Alles rauslassen, was ich denke. Der andere hielt Offenheit für offen sein und rezeptiv sein. Also beide haben dasselbe Wort für völlig verschiedene Dinge benutzt und haben sich furchtbar gestritten und sich immer vorgeworfen, du bist nicht offen. Doch, ich bin offen. Ja? Also das ist so. Das ist ein Beispiel, wo man diskutiert, ohne zu wissen, worüber man spricht. Also der erste Schritt, klären der Begriffe. Wie gesagt, das Hauptproblem ist oft, dass wir mit demselben Wort verschiedene Dinge meinen. So kommen, ich glaube, die meisten Missverständnisse in Diskussionen zustande. Nachdem das geklärt ist, nachdem sie wissen, worüber sie sprechen, kommt dann der Dialog und der Buddha stellt Upali ein paar Fragen und er benutzt immer Beispiele aus der Lehre der Jains. Also er benutzt Beispiele, die er selber kennt. Also er widerspricht Upali an keiner Stelle. Er sagt immer, was ist damit, was ist damit, was ist damit. Und am Ende muss Upali dem Buddha recht geben. Und Upali ist natürlich begeistert vom Buddha und sagt, er möchte jetzt Schüler des Buddha werden. Und der Buddha lehnt ihn erstmal ab. Er sagt, prüf doch erstmal, was ich überhaupt lehre. Davon ist Upali noch mehr begeistert, noch mehr beeindruckt. Also er nimmt ihn nicht sofort auf. Er sagt erstmal, guck erstmal, prüf das erstmal, komm nicht hier, werd nicht übermütig, ja, werd nicht unvorsichtig. Und er bat oder forderte Upali auf, weiterhin seinem alten Lehrer zu spenden. Also Mahavir, den Jains.
Ja, weil Upali hatte vor, jetzt gebe ich denen nichts mehr, jetzt kriegt der Buddha alles so. Und der Buddha sagte, mach das nicht, gib den Leuten weiterhin Spenden. Am Ende des Textes gibt der Buddha eine stufenweise Belehrung an Upali. Und das ist eine ganz interessante Liste. Und es ist eine Belehrung, die man häufig findet in den Schriften. Er beginnt mit den Dingen, über die sich alle einig sind und arbeitet sich dann hoch. Das ist eine Art Fünfer Schritte. Erstens Großzügigkeit. Darüber kann man sich einig sein. Großzügigkeit ist eine gute Sache. Dann Ethik, auch klar. Drittens, er nennt das Entsagung, also die Idee, dass man sein Leben irgendwie auf was Höheres ausrichten sollte. Die vierte Stufe, Transzendenz. Es gibt etwas Höheres. Fünftens, die vier edlen Wahrheiten. Ja, das ist eine stufenweise Belehrung. Der Buddha fängt immer da an, wo alle sich einig sind, arbeitet sich langsam dann in sein eigenes System rein. Ja? Und wie gesagt, nur die vier edlen Wahrheiten sind halt spezifisch für den Buddha. Nach einem deutschen buddhistischen Autor, von dem ich sehr viel übernommen habe, hier, das ist Alfred Weil, ist das eine Liste von fünf Stufen von Religiosität. Ich weiß nicht, worauf er sich dabei beruht. Also ich kann es nicht nachprüfen. Ich habe es nur einfach so gefunden, wie der Buddha redete so. Ob es eine Standardliste ist, weiß ich nicht. Aber er sieht es als eine Liste von tiefergehender Religiosität oder Spiritualität. Man fängt bei dem Einfachsten an, Großzügigkeit, und arbeitet sich dann weiter über bis zu den vier edlen Wahrheiten des Buddha. Okay, der Eindruck, der so weit vom Buddha entsteht, ist, dass er ein ziemlich intoleranter Kerl war und immer alle besiegt hat in der Debatte. Und der keinen nicht gezögert hatte, Ansichten, die er für falsch hielt, auch so zu nennen. Und der sehr deutlich davon ausging, ich habe recht. Und das Bild scheint im Widerspruch zum üblichen Bild des Buddhismus zu stehen, was häufig so populär gegeben wird. Ich denke, es geht aber einige Aspekte in der buddhistischen Lehre, die sozusagen sicherstellen, dass das ist eigentlich ein Absolutheitsanspruch des Buddha, nicht zu Fanatismus führt oder Intoleranz oder Gewalt. Das ist einmal im Bereich, worüber ich wenig gesprochen habe, weil das nicht mein Thema ist, die starke Betonung von Mitgefühl. Ja, das ist ganz klar Kernlehre, kein Mensch will leiden, deswegen soll man keinem Leiden zufügen. Man kann auch niemanden zu seinem Glück zwingen. Ja, also man kann die Menschen nicht gegen ihren Willen zu was Gutem bringen, das geht einfach nicht. Man hat immer den freien Willen. Ja, und solange man den hat, kann man Menschen nicht mit Gewalt bekehren. Das ist einfach absurd. Dann gibt es im Buddhismus kein absolutes gerettet oder verdammt Schema. Ich glaube, einige Religionen haben ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Schema, wo am Ende, wenn der Weltuntergang gekommen ist, sind einige gerettet und anderen verdammt. Dazwischen ist nichts. Wenn man die Haltung hat, es gibt so einen Stress, ja, man muss irgendwie Leute retten. Das macht einfach etwas verkrampfte Haltung zur Religion, macht das. Ja, und so. Weil wer nicht gerettet wird, der landet in der Hölle, das will man ja vermeiden. Ja. Das hat man im Buddhismus eigentlich nicht, dieses völlige Rettung und völlige Verdammnis. Okay, es gibt Erleuchtung und Befreiung, aber auch wer nicht erleuchtet, ist es damit nicht immer in der Hölle. Ja, es ist eher so, es gibt Graustufen von Existenz. Ja. Also keine absolute ewige Verdammnis, wenn jemand nicht gerettet wird. Das gibt der ganzen Geschichte etwas mehr so entspanntere Grundhaltung, nenne ich das mal. Und was auch wichtig ist, ist, man sollte gegen Kritik nicht überempfindlich sein. Also man sollte auch nicht zu erwachsenen Menschen, der muss das einstecken können. Ich habe das eben schon erwähnt im Brahmajala Sutta, ja, wo der Buddha sagte, ärgert euch nicht, wenn ihr kritisiert werdet, werdet nicht übermütig, wenn ihr gelobt werdet, muss eine gewisse innere Stärke haben. Man findet die Haltung noch deutlicher, jetzt kommt das eine Beispiel, was nicht aus dem Pali-Kanon ist, noch deutlicher in einem Text aus der Bodhicharya Avatara, der heißt Eintritt in das Leben zur Erleuchtung. Ist ein Text aus dem, ich glaube, 8. Jahrhundert, unserer Zeitrechnung, also sehr viel später nach dem Buddha, und ist wahrscheinlich einer der einflussreichsten buddhistischen Texte überhaupt. Wahrscheinlich sogar der einflussreichste, wenn ich ein bisschen großen Anspruch erhebe, aber wahrscheinlich schon. Also zumindest im tibetischen Bereich, Mahayana, tibetischen Buddhismus, habe ich den Eindruck, danach wurde kein Text mehr geschrieben, der den nicht mindestens einmal zitiert. Also man findet ihn immer wieder. Und hier heißt eine Stelle, es gibt Kapitel über Geduld, ganzes Kapitel über Geduld. Auch die Bilder, heiligen Bilder und die wahre Lehre zerstören oder schmähen, verdienen meinen Hass nicht, denn die Buddhas leiden nicht darunter. Also darum ist die Idee von Blasphemie absurd im Buddhismus. Ja, also wer den Buddhismus schmäht oder auch irgendwie beschädigt, den sollte man nicht hassen. Weil den Buddhas kann das ja egal sein, ob man Bilder beschimpft oder schmäht oder zerstört.
Also eine sehr starke Haltung von immer Unempfindlichkeit und Toleranz. Okay, das sind so die verschiedenen Beispiele über Toleranz und der Buddha, wie der Buddha mit Ansichten umging. Ich habe so ein paar Sachen mal aufgeschrieben, die so als Hauptmerkmale, die mir so eingefallen sind, als Zusammenfassung. Also erstmal, der Buddha hat eine klare Position. Er wusste, wo er steht. Das scheint eine Tendenz zu sein, die so von dem, was ich mitbekomme, in Deutschland im interreligiösen Dialog immer mehr betont wird. Ja, das also Dialog kann nur jemand führen, der weiß, wo er ist. Es muss jemand da sein, der einen Dialog führt. Ja. Wer selber nicht genau weiß, wo er steht, kann nicht wirklich ein Gespräch führen. Man muss eine Position haben. Er war sich seiner Ansicht sicher. Im Mittelpunkt für ihn war die Frage nach dem Aufhören des Leidens. Das ist die Messlatte für alle Ansichten. Und hatte damit eine eher differenzierte Ansicht, einen differenzierten Blick auf verschiedene Ansichten. Es gab kein Pauschal, ja, alle Ansichten sind gleich gut oder alle sind völlig abzulehnen. Man guckt einfach genauer hin. Er sprach angemessen mit denen er zu tun hatte. Also es gibt immer so ein Problem der Angemessenheit. Ja, man kann auch das Richtige im falschen Moment sagen, und dann hilft es nicht. Er hatte nicht vor, Leute zu besiegen, sondern eher sich selber bekehren zu lassen, ja, eher zu helfen. Er klärte erstmal die Begriffe, worüber er sprach. Ich glaube, das ist ein Grundproblem, was wir heute haben. Also ich glaube, so gerade meine Erfahrung in interreligiösen Gesprächen, die Hauptarbeit ist erstmal die Sprache klären, die gemeinsame Sprache. Es gibt kein Schwarz-Weiß-Denken, also man ist nicht gerettet oder verdammt. Das macht die ganze Sache von Ansichten entspannter. Niemand ist für ewig verloren oder verdammt. Man hat im Buddhismus die starke Betonung auf Liebe und Mitgefühl, was immer durchscheint. Und man sollte unempfindlich sein gegenüber Leuten, die andere Ansichten haben. Okay, danke.